Grüß euch, Servus und habe die Ehre zu einer neuen Ausgabe von Klaus lebt, der Podcast über Menschen, Musik, Motorradl und was mich sonst noch so alles interessiert. Heute wiederum in einer sogenannten Motorradl Edition und zwar ein ganzer Lieberhaberer, nämlich der Onkel Ramirez. Der steht heute auf dem Programm. Sein Bikername ist sein Pseudonym und dabei belassen wir es auch, aber ein Mensch, der wirklich was erzählen kann. Und auf das Gespräch freue ich mich und ich hoffe, ihr freut euch auch. Wenn es euch gefällt, dann bitte sagt es doch weiter. Dann abonniert meinen Podcast, teilt es in den sozialen Medien, gebt den Leuten Bescheid, was ich da mache. Das tät mir taugen. Ansonsten freue ich mich, wenn es euch taugt. Und jetzt gute Unterhaltung im Gespräch mit Onkel Ramirez. 3, 2, 1. Und hier ist er, meine Herrschaften. Jetzt begrüße ich einen besonderen Typen, einen wirklichen Typen und mich gefreut es total, dass ich ihn kennenlernen habe dürfen im Laufe des letzten Jahres, nämlich Onkel Ramirez. Servus. Grüß euch. Das ist eine große Freude. Große Ehre, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu plaudern. Wenn die wer gar nicht kennt und du sagst so auf die Geschwinde, ja, ich stelle mir mal vor, also wie das das machen? Was das du sagen? Bis jetzt nicht viel. Ja, ein kleines Kind mit einem alten Gesicht, das sagen. Also ich stehe mal kurz auf. Halb Mensch, halb Bärchen, ich bin ein Märchen, jawohl. Ja, kann man eigentlich eh nicht sagen. Nicht? Also, ja. Ich kann mich nicht charakterisieren. Jeden Tag, wenn ich in den Spiegel schaue, denke ich mir, wer ist das? Ja, aber ich könnte jetzt dann kurz charakterisieren und könnte jetzt gar nicht hinlegen, muss ich ehrlich sagen. Bei mir ist es wahrscheinlich meine Frau fragen. Die geht wahrscheinlich wieder. Hätte die Frau einladen müssen zum Gespräch. Nein, die macht sowas nicht. Ja. Aber wir werden das auch hinbringen. Glauben wir, wir schaffen das. Du hast es schon vorher gesagt, ein bisschen ein Chaos muss ich fabrizieren, damit du dich wohlfühlst. Ne? Ja. Also kennen damals über das Motorrad fahren, also über die Brennraumgemeinde auf Facebook. Mhm. Und ja, Motorrad ist jetzt einmal das Thema, wo wir irgendwie mal zusammengekommen sind, thematisch. Und dann habe ich mir festgestellt, ja, da gibt es schon eine interessante, wie soll ich sagen, Entwicklung von dir. Wie war die Geschichte? Wie ist der Onkel Ramirez, zum Namen müssen wir natürlich dann auch nochmal kommen, aber wie ist der Onkel Ramirez das geworden, was er heute ist? Die lustige Geschichte ist eigentlich die, dass ich habe das Gespräch mit Silaba, Harry, habe ich immer auch angehört. Ja. Und da seid ihr drauf gekommen, dass das irgendwie so die, die Hilfsmaturanten seid. Ja, genau sowas bin ich auch. Also, ich habe auch Ölens lang gebraucht, bis ich gewusst habe, was ich machen soll. Ja. Da müssen wir direkt lachen, wenn ich das gehört habe. Ja. Und auch ist da strukturieren, das war überhaupt nicht gegangen. Ja, ja. Also, ja, da war ich wahrscheinlich jetzt unter der Brücke irgendwo und Dead Graffitis irgendwas machen will. Damals war halt die Diskussion nicht, also irgendwas lernen, was Scheiß nicht, was man brauchen kann, oder man geht halt auf die Angewandte. Und ja, das habe ich nicht erbockt, ja. Und es war ungefähr genauso, darum habe ich das war jetzt das Richtige. Warum ich so geworden bin, wie ich geworden bin, das ist so eine universelle Frage, die kann ich jetzt so nicht beantworten. Ich kann das nur sagen, das Leben halt, nicht? Wie bei jedem anderen auch. Nicht? Das ist halt, ja, du kommst halt über ihr Wege, kommst halt hin, wo du selber nicht glaubst, dass du das hinkommst. Nicht? Also wenn ich mich, glaube ich, getroffen hätte, so, also vor 30 Jahren oder was, und mich angeschaut hätte, ich war halt, das ist ja halt ein Spinner. Nicht? Also Pubertät noch nicht abgeschlossen. Das ist einmal die Hauptsache und alles andere werden wir schauen, was passiert. Jetzt bin ich halt in einer Bequemlichkeitsphase, weil jetzt kommt das Alter, wo man halt schon was ein bisschen ruhiger macht. Nicht? So, gesehen, jetzt ist man ja viel daheim und jetzt dann sieht man halt, okay, das, was ich jetzt die ganze Zeit verdrängt habe, das Kuchelkastel gehört kriegt oder sonst irgendwas, halt dann schon ja, von lauter Tatendrang, sagt dann die Physis. Ja, aber jetzt gehst du halt schon jetzt nochmal zurück. Nicht? Oh, da muss ich mit da unten eine Quan irgendwie und was oberschrauben. Das ist alles früher einfacher gegangen. Also, wie gesagt, die ganze Entwicklung ist ein bisschen eingebremst. Nicht? Und ich habe auch nicht umsonst den, sag ich mal, diesen Running Gag, den ich halt auch in der Brennraumgemeinde habe, dass ich von meinem Ofenbankel irgendwie nicht wegkomme. Ja.
Ja, jetzt verzettel ich mich schon wieder komplett. Nein, wunderbar, wunderbar. Aber das heißt, du bist jetzt der, ja, okay, du bist einer, der die Bequemlichkeit mag, aber du bist jetzt kein Fader Zipf, also kein Müßiggänger im negativen Sinn. Also so habe ich die festgemacht. Also irgendwas treibt dich auch. Ja, aber was ist das? Was treibt einen Onkel Remiris auch? Na, da, ich weiß nicht. Da, ich würde sagen, wenn ich darüber nachdenke, ich hätte ja können früher auch darüber nachdenken, dass ich wüsste, was ich jetzt antworten soll. Aber ich glaube, der gelebte Humanismus, glaube ich, ist das einfach. Ja. Ich habe so eine Hassliebe zum Menschen irgendwie. Ja. Auf der einen Seite geht er mir unheimlich am Arsch, weil er so unvernünftig und so deppert ist und alles zusammenhaut. Und auf der anderen Seite ja, finde ich es immer total spannend, was du mit anderen Leuten redst. Ja, Ja, das also ein echter Wiener, ne? Das kann man schon ja, sagen. dabei bin ich kein echter Wiener, ich komme ja vom Land, nicht eigentlich. Ich Ja. bin ja seit 2003 in Wien, ja, so mehr oder weniger der Arbeit und persönlichen Beziehungen nachgezogen, nicht? Ja. Naja, das kennen wir alles. Ich meine, ich bin als Unterkring in Floridsdorf gelandet, aufgrund der Liebe. Also, Ja, ganz genau, aufgrund der Liebe, das ja. ist, ja. Aber ich habe mich auch entsprechend geoutet, damit ich meiner neuen Ja. Wiener Wahlheimat auch ein bisschen was, Da ja. fährst du wieder. Du, woher bist du ursprünglich? Weil du Ich sagst bin vom ein Land. Bezirk, Großraumbezirk Baden, ja, aber das war ein also nördliches Burgenland, da Okay. bei Federsee und so, und Bezirk Wiener Neustadt, also da in den südlich von Wien, halt in den Grätzl, also, aber geboren bin ich in Baden, im Krankenhaus, also nicht der Stirn oder so, ich war sehr im Krankenhaus, also eh ordnungsgemäß. Ja, und dann sind wir halt so umgezogen, das Leben hat dann immer so Haken geschlagen, ja, also familiär und so, und damit hat es mich nie lange an einen Ort gehalten. Böse Zungen behaupten, weil sie mich rausgehauen haben, ich sage, nein, ich bin emigriert jetzt. Das ist ja der Job, ordnungsgemäß, ja. Ja, aber Aber. ich merke diese, weil du sagst, dieser gelebte Humanismus, den merke ich auch, wenn wir irgendwie korrespondieren, also hauptsächlich natürlich über die sozialen Medien. Aber ich finde es schon ganz spannend, was für Gedanken du dir machst oder wo du, also welche Gedankengänge du beschreitest. Und das finde ich schon spannend, weil das kann jetzt, also das sage ich mal so ganz salopp, naja, dieser Onkel Ramirez, das kann kein Trottel sein. Also das habe ich mal, ich meine, vielleicht täusche ich mich, ich weiß Danke, ja. es nicht. Aber Ich danke für die ich muss ich gleich positive husten. Einschätzung. Nein, aber das glaube ich nicht. Aber das, woher kommt das? Ich meine, wenn du sagst, also deine Entwicklung war ja eher die handwerkliche dann. Und Ja, ja, also jetzt nicht in die hohen Sphären der ja. intellektuellen Richtungen, aber woher kommt diese Interesse, ich sage jetzt mal fast für, sagen wir mal, für Philosophie oder eben für diese auch Sprachgewandtheit, woher kommt das? Das mit der Sprachgewandtheit, das ist immer so eine eigene Sache. Das ist, ich bin eher so, wie sagt man als Musiker, bin ich eher Studiomusiker als Live-Musiker, ja. Ich Ja. muss halt nachdenken, wenn ich keine Zeit habe, da komme ich auch nochmal drauf zum Sprechen, das mit der Zeit. Wenn ich keine Zeit habe, da fehlt mir oft die Spontanität, da muss ich erst in einen Flow reinkommen, Ja. ja. Und außerdem bin ich auch ein bisschen impulsiv. Das heißt, für mich ist Schreiben fast besser, weil dann kann ich niemanden so arg für den Schlips treten, ja. Weil manchmal denke ich mir schon, wie wir jetzt erst gesagt haben, manchmal ärgere ich mich über die Menschheit, weil es so deppert ist. Ja. Ja. Und dann kann man das ungefiltert aus. Ich habe nicht schon einmal einen ganzen Absatz geschrieben, dann hab ich wieder gelöscht und denke mir wieder, nein, geh auf den Gas. Ja. Und so gesehen ist für mich, sind die sozialen Medien schon ein guter Puffer. Ja. Und vor allem bis da, ich glaube schon irgendwie, ich meine, du musst schon von der Tür rausgehen, aber du bist bei den sozialen Medien, bist schon irgendwie am Puls der Gesellschaft. Das tut manchmal aber auch anständig weh, ja, muss man dazu sagen. Woher das kommt, ich schweife schon wieder aus, woher das kommt, ist, weil, das habe ich damals beim Interview mit Sonko eh schon gesagt, ich war 8 Jahre in einem humanistischen Gymnasium. Und obwohl das eine katholische Privatschule war, hat einige Lehrer gehabt, die wirklich Humanismus gelebt haben, ja. Und das hat mich aber irgendwie nie wieder loslassen. Und ich habe das an so einem Philosophieprofessor gehabt und Psychologie, der hat ganz am Anfang was gesagt, was mir eigentlich nie aus dem Kopf gegangen ist mehr. Der hat gesagt,
Wenn ihr jetzt dann glaubt, ihr habt einen ordentlichen Blick auf was, dann macht ihr 3 Schritte auf Zeiten und 3 Schritte zurück und geht genau 180 Grad und dann schaut euch das von der anderen Seite an und dann stellt sich die Frage, warum hab ich den Blick, ja, und warum hat mein Gegenüber sich das anders, ja. Und das sind so Universalrezepte, die klingen zwar trivial, aber die lassen sich wirklich gut anwenden. Und Beispiel jetzt zum Beispiel mit dem ganzen Corona-Scheiß, ja. Die sozialen Medien für mich sind zum Teil, ja, was Leibens, weil man halt dann, und auf der anderen Seite finde ich es total beängstigend, mit wie wenig Information man Leute beeinflussen kann. Und eine Zeit lang habe ich mir gedacht, lass die Leute reden, wenn sie einen Scheiß reden, oder deiner Meinung nach einen Scheiß reden, ja, oder wenn sie so hetzen dann oder sonst irgendwas. Und auf der anderen Seite, da kommt halt mir immer von einem guten alten Arbeitskollegen, der Ausdruck, ja, aber man kann die Leute nicht immer ganz deppert durchs Leben rennen lassen, ja, die müssen etwas lernen auch. Wenn es dazu muss, ja. Und dann denke ich mir halt immer, die Diskussion haben wir gehabt, aber was redst du denn überhaupt? Was gibt es denn auf jeden Scheiß eine Antwort? Ich sage, ja, das stimmt schon, aber man muss irgendwie die Diskussionsbalance irgendwie aufrechterhalten. Man muss einfach schon sein Kakao geben, damit die Leute, weil es gibt ja irrsinnig viele Leute, die rennen einfach hinten nach. Ja, die sagen, ja, ich habe jetzt keine richtige Meinung dazu, jetzt schau dir mal ins Netz. Nicht, vielleicht finde ich eine. Ja. Und die springen dann oft sehr locker auf Hetzerei. Und ich glaube, das ist wenn man ein bisschen auf Sozialhygiene schauen möchte, ja, ich meine, ich kann ja auch was lernen, nicht? Ich kann ja genau dasselbe Trottel sein. Dann sollte man auf jeden Fall seinen Strudeltag dazugeben. Warum? Weil vielleicht ist das auch eine Meinung für den anderen. Ja, das sicher, aber meinst du wirklich, dass das jetzt ein Phänomen der neuen Medien ist oder war das nicht eh immer so? Das war eh schon immer so. Nur jetzt hast du ja gleich einen Flächenbrand. Nicht? Bei früher haben müssen die Leute, was haben sie denn für Möglichkeit gehabt, in Zeitung schauen, Fernsehen schauen, ja, das war eh alles relativ geregelt. Nicht? Ja, das ist ja komplett ein neues Machtverhältnis, nicht? Im Grunde genommen. Ja, natürlich bemühen sich dann alle darum, das irgendwie zu beeinflussen, nicht? Ja, Ich meine, über die sozialen Medien. Ja, aber und ich finde es, ja, manchmal geht es mir halt einfach, da kann ich halt meine Klappe nicht halten. Ne, es Ja. ist weg, aber ich meine, das, was ich von dir lese, ist jetzt, also ich habe von dir jetzt, kann mich jetzt nicht erinnern, zum Beispiel eben jetzt bösartige oder jetzt wirklich belehrende Postings zu lesen, sondern halt relativ diplomatisch deine Meinung Ja, das war dann kundzutun. der dritte Anlauf. Ja, gut. Ich Das meine, geht nicht anders. ja, na klar. Aber ich meine, aber du machst es ja gut. Aber man merkt schon, dass dir also die Schreibe oder die Sprache, in dem Fall halt jetzt vor allem in der Schrift, wirklich liegt. Also dass das ein Medium ist, in dem du dich austoben kannst. War das auch schon immer so oder? Nein, überhaupt nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt. Weil ich muss ehrlich sagen, lesen tue ich eigentlich sehr extensiv. Das habe ich früher ein bisschen gemacht, aber und normalerweise bildet der Sprache aus, indem du liest. Wo das genau herkommt, ich weiß nicht. Ja. Ich meine, ich bin mit einer Buchhändlerin zusammen, ja, in einer Lebensgemeinschaft. Ich glaube, 90% der Bierchen, 95, 99% der Bierchen gehören ihr. Ja. Weil ich habe auch meine ganzen Bierchen verloren mit dem 100-mal umziehen. Nicht? Da mal alles liegen bleiben oder weggeschmissen worden, warum auch immer. Ja. Also was der leichtes Gepäck hat, heißt es immer bei mir. Ja. Und wo das wirklich genau. Ja, Hörbücher habe ich viel gehört und Ö1 höre ich viel und vielleicht ist es alles Zuhören. Möglicherweise. Ich meine, ich schaue mir zum Beispiel auch Jane Austen-Verfilmungen mit meiner Frau, ja, weil einfach da könnte jeder sagen, Gottes Willen, was ist denn mit ihrem los? Aber die haben einfach eine schöne Sprache, ja, das ist unglaublich. Und das war mir eigentlich nie so bewusst, ja, was Sprache eigentlich wirklich bewirken kann. Das hat mir einfach nur so angenähert, ja, aber du siehst, ich rede ganz normal, aber schreiben tue ich halt irgendwie anders, ja. Aber es ist eine sehr lässige Geschichte. Aber mit der Sprache, das kann ich bestätigen.
Ich habe zum Beispiel, ich bin echt nicht gut in Englisch. Das ist zum Beispiel für mich auch einer der Hauptargumentationspunkte, warum das Schulsystem wirklich für einen Hugo sein muss. Weil wenn einer so viele Jahre lang Englisch lernt wie ich, von der Volksschule weg mit einem sitzen bleiben bis zur Matura und dann noch immer nicht gescheit Englisch kann, also das ja. Aber unabhängig davon, und da hab ich dann einmal gesehen, diese Serie Game of Thrones. Also hat mir ein Freund auf seiner Festplatte gegeben und das war ein Original, das war in Englisch. Ne? Und da habe ich gesagt, na, das kannst du gleich vergessen, sowas verstehe ich nicht. Ja? Und ich habe mir das aber dann wirklich reingezogen wegen der Sprache, weil die haben so versucht, so dieses alte Englisch, das weiß ich jetzt nicht, mittelalterlich nicht, aber ich sage, diese alte Sprache, vor allem wirklich britische Sprache, da reinzubauen und haben da die unterschiedlichen Slangs gehabt, also wo das dann halt quasi so der Nordenglische und Südenglische war. Aber für ihn, das war sowas von schön zum Anhorchen, dass ich mir allein deswegen das gegeben habe. Und ja, dann habe ich gleich ein bisschen Englisch gelernt auch. Aber das war wirklich nur die Schönheit der Sprache. Das war also erstaunlich. Also deswegen kann ich das ein bisschen nachvollziehen, was du da sagst. Ja. Leichtes Gepäck, Stichwort. Jetzt waren wir ja beim Querkopf, ne? Weil den Titel für diesen Podcast, der kommt ja von dir, das muss ich ja wirklich vor den Menschen sagen, Querkopf oder Rohrkrepierer, herrliche Geschichte, wobei man ganz klar ist, ein Rohrkrepierer bist sicher nicht, aber ich glaube, das werden die Leute jetzt auch schon kapiert haben. Aber leichtes Gepäck bringt mich zum Thema Motorradl, wo natürlich auch Rohrkrepierer hoffentlich kein Thema ist, Querkopf sicher aber auch wieder in dem Punkt. Was ist, na fangen wir so an. Wie bist du überhaupt einmal zum Motorradl, zu dieser Faszination gekommen? Was einmal wie jeder andere. Nein, es stimmt nicht. Stimmt nicht. Das war, ich habe einen Onkel, der ist 5 Jahre älter als ich. Und wenn wir jetzt Kinder waren, wir waren relativ viel beieinander und der hat dann einen Mofa gekriegt. Ja. Wenn ich ehrlich bin, hat mich eigentlich eher infiziert. Ja, weil da sind wir am Ruhrplatz gefahren und ich weiß nicht, mit meinen 11 Jahren oder was ich damals war, hat er mich dann fahren lassen mit dem. Das war so ein KTM-Hobby, war das, so ein Mofa. Ne? Das hat mir voll getaugt. Ja. Also das war ja absolut leibend. Ja. Und ich habe gewusst seit dem Moment, ja, also. Das ist die richtige Fortbewegungsart für mich. Ja. Weil man ist ja mit dem Rad gefahren, ist geschraubt nicht und das hat mich nie wieder loslassen. Und auch wenn mein Großvater, da war ich 13, glaube ich, sowas, der ist mit 66 Jahren von einem LKW, der ist mit dem Moped gefahren, überfahren worden. Und selbst das hat mich nicht abhalten können. Das war super tragisch, die ganze Geschichte. Aber das hat mich nicht abhalten können davon, dass ich dann mit 16 sofort aufs Moped laufe und ja, und also das ist, sage ich mal, eine Lebensauffassung, klingt ein bisschen angegriffen, ist aber so, weil Motorradfahren selber ist für mich Entspannung, ja. Ich meine, der Gandhi hat gehabt seinen Webstuhl oder was, ein Spinnrad, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ja. Und bei mir ist es Motorradfahren. Ja. Es gibt ja mehr oder weniger diese Geschichte, wo ich sage, ich habe kein Wettbewerbsgehen. Ja. Wettbewerbsgehen weiß ich nicht. Ja. Also ich gehe davon aus. Ich bin eher so fürs langsamere Leben. Ja. Und das Orge ist eigentlich, Motorradfahren ist eigentlich, ich bin ein erdverbundener Mensch. Und ich habe mit Fliegen nicht viel am Hut, aber ich finde, das ist für mich die absolute Ersatzdroge. Ja, wenn du durch eine Kurve, durch eine langgezogene durchsurfst und du bist in der freien Umgebung, nicht in irgendeinem Ding drin, du musst das Gleichgewicht halten, du musst die Maschinen spüren, das ist einfach. Für mich als Fliegen ohne Fliegen halt, nicht? Ja, im Prinzip. Ja. Schön gesagt, ja. Und da geht es mir nicht so ums Schnellfahren. Ja. Ja. Das ist sowieso ein Problem, was ich mit der Menschheit habe, dieses ewige Getriebensein. Ja. Das macht mich wahnsinnig. Ja.
das kostet mir so viel Lebensqualität von Leuten in deiner Umgebung, die dann immer irgendwie irgendwas besser machen Ja. müssen. Ja? Wenn du dich hinstellst am Parkplatz und dann rennen sie zu den Hinternraffen und schauen sie, wie viele Zentimeter, da könnte es schon in den Auspuff reintreten. Na, Ja? Wenn man denkt, diese, wie siehst du aus jetzt schon das Hautstreifen, ne? Oder wie man Scheiße? sagt, ne? Ja, Ja. dieses Antreiben gegenseitig. Ja. Ich fahre jeden Tag über den Tangente. Wenn da einer anfängt zum Schnellen fahren, alle hinten nach. Ja, Ja. wie? Und das ist halt für mich eher so, kann man sagen, Zen-Buddhismus. Motorradfahren ist. Und das muss auch nicht das neueste und das schönste Motorrad sein. Das muss einfach einen Zweck erfüllen. Das muss bequem sein und das muss ein gutes Gefühl vermitteln. Ja, Ja, ja. ich muss mich wohlfühlen auf dem Ding. Wie im ganzen Leben. Man muss sich wohlfühlen mit dem, was man tut, und soll nicht immer auf das hören, was andere glauben, das leibend ist. Ja? Und das kann ich halt nicht trennen. Ja. Das ist gut gesagt. Mir gefällt das ja, aber also diese Wettbewerbsgeschichte ist gut, das kann ich noch gar nicht sagen, weil ich ja relativ frisch gefangen bin. Also mein Führerschein habe ich zwar schon 25 Jahre fürs Motorrad, aber ich bin mit einer 150er Vespa gefahren. Also die einzige Erfahrung, was ich habe, ist einfach ein starker Fuß zum Antreten. Ne? Sonst gar nichts, weil das Ding nie angesprungen ist. Aber ich war nie der Typ für dieses schnelle Fahren, auch dieses Wettbewerb. Das Einzige, wo ich mir das vorstellen kann, nicht für mich selber, aber wo ich selber ein bisschen mitschauen kann oder einen Genuss dabei habe, ist die Ästhetik. Also jetzt bei Motorrad und bei so, man sowas herrichten oder ja, also die Ästhetik. Das ist aber bei dir auch, glaube ich, gell? Ja, ich sage ja, das muss, gefühlsmäßig muss das alles passen, ja. Und wenn du ein schönes Motorrad hast, das die optisch anspricht, ist das natürlich, gehört das auch dazu, ja. Das ist Schon. durchaus gar kein, es muss aber, wie gesagt, das muss nicht das Neueste und das Teuerste sein, damit du, weil das kaufst du ja für die anderen im Prinzip, nicht? Da steht er Ja. vor, mit denen alle nicht sehen und hätten ein Radar, ja. Dann täten wir fahren mit dem Motorrad, auf dem wir uns am wohlsten fühlen, ja, den wir am besten spüren. Ja. Ich bin schon oft nur Motorrad aufgesetzt, weil ich dachte, boah, da bist du deppert, das ist schön. Dann hast du dich aufgesetzt und irgendwie hast du gemerkt, ja, das ist nicht. Ja, du bist zwar schön, aber das ist so wie bei den Frauen, ne? Ja. Mit Naja, wem eh. willst du wohl, ne? Ja, mit wem willst du in der Früh aufstehen, ne? Ja, Ja. richtig. Also ich glaube auch, dass das schon Thema sind. Ich blende da gerade, ich bin jetzt so, ich bin ein totaler Multitasking-Mensch, also überhaupt nicht, aber jetzt gerade. Und ich bringe es gerade technisch unglaublich fertig, dass ich gerade das eine oder andere Bild von dir da, also einblende. Ja, du hast mir da, ja, du siehst es jetzt nicht, das ist natürlich jetzt blöd. Aber da habe ich eins, ich glaube, das ist ein CB, ein Honda, wo du schön der Kurven liegst gerade. Das, ja, geht es einmal exemplarisch, ja. Aber das Erste, wo du da daneben stehst, wo du daneben stehst und hinter dir die Berge sind, das ist ja zum Beispiel für mich ein Lebensgenuss pur. So, jetzt siehst du das da schön. Mit den Koffern, was, das ist ja, das finde ich herrlich. Bist du einer, der gern weite Touren fährt oder jetzt eher so der Hausrundenmensch? Ich bin der Mensch, der gern Touren fährt. Weit ergibt sie manchmal und manchmal auch nicht. Das Bild, was du jetzt gesagt hast, ist zum Beispiel voriges Jahr gewesen. Das hat uns komplett verrenkt. Da haben wir gerade 2, 3 schöne Tage gehabt. Und das war mitten in den 2 Wochen, wo wir fahren hätten wollen. Und dann sind wir wieder heimgefahren. Ja, Okay. aber es war trotzdem, so jetzt kann man gut, war das. Ja. Aber ja, da bin ich dann voller Zorn, also ohne Renkwandel, heimgefahren auf der Autobahn, weil es wurscht war, weil ich es aufgefressen. Aber ich fahre halt gern mit meinem Zwergerl, Ja. das setzt man hinten auf. Und dann fahren wir einfach Marschrichtung Südtirol und dann bleiben wir halt stehen, wo es uns passt. Oder ich sage, ich will Lago Maggiore oder was. Einmal haben wir es nicht geschafft, da sind wir beim Gardasee hängen geblieben und umgelandet. Ne, dann war es halt nicht. War super schön. Ja. Weißt du, das ist das, was ich meine. Das ist so alles mit Plan, das ist scheiße. Ja, weil erstens einmal ist man da auf, da muss die sowieso noch dem Wetter richten. Ja, Und klar. zweitens einmal, du erlebst ja nicht das, was du erleben willst, weil du von einem Punkt zum anderen hättest. Nicht? Ja.
Manchmal ist es einfach dort woanders schöner, wo du halt noch nie warst, und dann bleibst du halt 2, 3 Tage länger, und das ist, aber du hast alles mit, ja, du weißt, 2 Wochen ist überhaupt kein Problem, nicht? Und das kommt auch irgendwie ein bisschen in dieses leichte Gepäcksverhalten, das sich durch das Leben zieht. Man merkt, dass man als Mensch relativ viele Dinge hat um sich, die man mehr oder weniger braucht, ja. Nur wenn du 2 Wochen mit dem Motorrad fortfährst, dann hat auch jeder seinen Koffer, du hast dann das gemeinsame Dockies, und da musst du dein Leben jetzt unterbringen. Ja. Und man glaubt gar nicht, mit wie wenig Platz man eigentlich auskommt. Und das ist das Schöne auch. Ja. Du bist weniger beschäftigt, den ganzen Tag irgendwelche Sachen hin und her zu rammen, sondern du bist mehr damit beschäftigt, dass du halt andere Sachen anschauen kannst. Und das Ja. ist das, ja, das hat ja alles irgendwie was mit dem Leben zu tun. Ja. Das ist sicher eine starke Frage der Einstellung. Bist du auch mit Zelt unterwegs oder warst du mit Zelt unterwegs oder ist es in. Nein. Weil erstens einmal ist das dann noch zusätzlich, also weil da nicht Leute, die normalerweise mit Zelt fahren, die haben ja am Sozius niemand drauf sitzen, und dann ist schon alles überladen. Ich meine, wie gesagt, da musst du halt wohlfühlen, auch wenn du gar zu viel Gepäck drauf hast. Ich meine, die 3 Koffer sind eh schon genug zum Unterhalten, nicht? Also, aber nein, meine Zeltelt nicht so gern. Ich habe das in meiner Jugend gemacht, mir das schon taugt, aber ich sage, ausgerostet zum Fahren bin ich dann schon, wenn ich in einem gescheiten Bett schlafe. So, das ist eine Komfortsache, kommt mit dem Alter auch. Ja, früher war es mir wurscht, da bin Ja, du, ich. und das heißt aber, du planst die Reisen nicht direkt oder hast du schon Zimmer reserviert oder so, oder machst du das wirklich auf? Schauen wir Ja. mal, was passiert. Wir sind früher immer gefahren, so Mitte bis Ende Mai einmal. Da ist Frühsaison, da ist wurscht. Du bist ja eh immer nur 1, 2 Nächte, und die 1, 2 Nächte kriegst du überall was. Wir haben schon urlauernde Quartiere gekriegt, wo wir gesagt haben, das wuchst nicht einmal, nicht? Ja, weil halt frei war, und dann gibst du halt das schönere Zimmer, damit du halt irgendwann mal wiederkommst und so. Oder im September, und da geht's auch schon. Also Quartierprobleme haben wir nie gehabt. Du musst halt eh wie überall, du musst halt eine gewisse Uhrzeit einrechnen, dass dann sagst, na jetzt, dann lassen wir es ausrennen, und dann schauen wir mal, ob wir was finden. Und Ja, das war noch nie ein Problem, echt nicht. Weil, sicher. was müsst ihr denn übernachten, schlafen, ja, oder deine so Sachen trägern, wenn es geregnet hat oder was, und dann gehst du halt was essen, und dann fährst du dann wieder weiter, oder du schaust da was an. Also, das ist Total leibend. so gezwungen. Total leibend. Aber du bist schon so, also im Alltag auch mit dem Motorrad unterwegs, ne? Jeden Tag, Eben, ja, genau. Also aber das ist ja. dann mehr die Notwendigkeit, meinst du? Oder also Ja, eher auch Genuss wahrscheinlich, aber halt bis zu einem gewissen Grad, ne? der Kenntnis. Der Agenten. Aber was das pervers ist, seit ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr, ja, fühle ich mich auf dem Motorrad, das klingt irgendwie total pervers, auf dem Motorrad auf der Tangenten sicherer als mein Auto. Das. Warum? Warum? Weil normalerweise, wenn du einen Fehler musst, planieren die 20, bis du einmal draufkommst, dass da wer liegt. Ja, du musst halt schauen, aber mein Auto, ich fühle mich überhaupt nicht mehr wohl. Das ist alles so wenig Platz, und mit Motorrad, da gibst du halt Gas und kannst dich aus mancher Gefahrensituation halt aussehen, oder du hast immer ein bisschen mehr Platz zum Ausweichen und so. Ich fühle mich ja viel sicherer am Motorrad als im Auto, ehrlich gesagt. Ich habe eigentlich den einzig schweren, wirklich schweren Unfall habe ich gehabt mit einem Auto. Ja. Okay. Im Motorrad hat es mich noch einmal hingestreckt. Und das war so saudeppert, das passiert dann normalerweise in 100 Jahren nicht, nicht? Dass der Motorrad holst, ich habe es von draußen geholt. Das war mit der 500er noch. Ich habe es von draußen am Futter, habe es untergestellt gehabt im Land. Nicht? Und wie heimfahren damit? Dann schaue natürlich nicht am Vorderrad, dass da vielleicht zu wenig Luftdruck drin ist. Nicht? Okay. Bei der ersten 90-Grad-Kurve bin ich halt dann weg. Nicht? Und der Gescheite, das fange ich mit dem Knie. Da hat nur Lederhosen angehabt, Gewichtsprotektoren oder was. Nicht? Das fängt dann mit dem Knie an, völlig. Ja. Ich hatte eh gefangen mit dem Knie. Also kurzfristig, eine Zehntelsekunde ist trotzdem. So ein Knie gehabt. Das Elefantenmensch wieder hergekommen, ich Trottel. Ja, hat man gehört. Ja. Ja. Okay, aber sonst nicht mehr passiert, ne? Oder? Eh nicht, ja. Nein. Ein Klick, ja. Nur der Guss unter der Kniescheibe halt und so, und dann 3, 4 Tage nichts. Geht ja nicht, aber ja. Aber ja, Was es ist lustig halt. ist. Weißt du, wenn du nicht ununterbrochen mit anderen messen willst, dann fährst du immer in deiner Komfortzone. Und das ist halt gut. Das ist auch sicher fahren.
Ja, weil aufpassen musst du sowieso immer auf die Treppen, eben weil du halt exponiert bist. Ja, was macht der von mir? Und du kriegst eh schon eine Stimmt. Sensorik, wenn du jeden Tag fährst. Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, ich fühle mich eigentlich am Motorrad, das steht jetzt nicht so unwohl. Aber das kommt wahrscheinlich wirklich aus meiner Zeit, weil ich unheimlich viel mit der 150er Vespa unterwegs war. Und das ist Ja. natürlich der Punkt. Aber meine absolute sicherste Bewegungsort war, wie bei mir mein Haus in der buckligen Welt, habe ich mein Haus gekauft und da habe ich halt ein Baustellenfahrzeug mir zugelegt. Das war ein alter Ford Ranger, ein zerbeulter, das hat an Pferdefuhrwerker gehört, ne? Komplett zerbeult und verrostet und alles. Und natürlich mit Kennzeichen mit WB drauf, nicht? Von mir, von Bocenau. Und das war ein Wiener Traum, weil das ist. Du hast richtig gemerkt, die Leute, die am Zager gewohnt, die haben sich gedacht, nein, weil dem ist sein Auto wurscht, so wie es ausschaut. Weißt? Ich habe immer Platz gehabt. Das ist das leibendste Fahren. Mit dem alten, zerbeulten Ford Ranger, der Rost, das ist über Rostspur hinterlassen. Ja, das war ein Wahnsinn. Aber das war grenzgenial. Und da sind auch alle auf Zeiten. Nicht? Da hat sich keiner aufgeregt, wenn man gerade noch ich fahre um, mir ist wurscht. Nicht? Bitte was? Du fragst auch nichts, kein Pickel auf, ich habe nichts zum Verlieren oder was. Das, ja. Das kenne ich von meinem. Ich habe gehabt einmal so einen alten 244er Volvo. Der hat auch sehr bemitleidenswürdig ausgeschaut, da sind auch immer alle, da haben alle Platz gemacht. Und die haben die fetten Stoßstangen gesehen, nicht? Und dann das Auto im Ganzen und gesagt. Das ist schon imposant, nicht? Gegen die heutigen lackierten Stoßfänger oder wie man dann da sagt, ne, was du eh nicht angekommen darfst. Aber wie ist denn das, wenn man jetzt über diese Sachen redet, die alten Autos, die noch recht martialisch, aber praktisch waren, hin zu den neuen Autos, die mitunter schön sind, auch schön sind, aber so wie ein rohes Ei. Das hat man ja bei den Motorradeln auch immer mehr, oder? Siehst du das anders? Ja. Muss jetzt überlegen, Weißt du, wie passt nicht. dass man noch mehr, wie soll ich sagen, das, ja, ich tue mir eher Zwingt schwer, das zu erklären, was ich meine, aber. mehr gerade, dass das kaputt werden kann oder scheinbar kaputt. Ja. Ja, jetzt habe ich mir den Joe Blechler angeschaut, der da mit der KTM durch die ganze Welt fährt. Und man hat halt, und das ist auch schon so ein Ding, man hat halt seine Prägung von der Umgebung. Ja, jeder sagt, ja, so ein Ex-Motorrad, ich habe das auch gesagt natürlich, ne? Das ist eh klar. So ein Ex-Motorrad, ja, das ist, oh, da ist so viel Elektronik drauf, da kann ja alles hinwerden. Ja. Ja. Das hörst, das sagt der Nächste sagt es wieder, das ist immer so diese. Und dann hörst dann so einen Typen und der sagt, jetzt ich fahre quer durch die Sahara, ich habe nichts gehabt. Ja. Mit dem alten Pech habe ich 100.000 Probleme gehabt, das Radlager war hin, dort ist was abgebrochen, da ist was abgebrochen. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, aus Erfahrung kann ich sagen, also ich habe so ein CB750, das hast du eh gesagt, der Schwarze da, das ist halt noch Japan-Qualität pur. Ja. Also du hast einen Wartungsaufwand, das ist unglaublich. Wie gering, ja. Ja. Muss nicht einmal Ventil einstellen lassen, weil die Hydrostößeln hat. Ja. Und das ist halt einfach ein Guss, das Motorrad. Ja. Und hat spartanische Technik und die funktioniert. Aber ob das besser oder schlechter ist, ich weiß es nicht. Ich hab mir nie gedacht, dass ich mir ein Motorrad mit einer Verkleidung nehme. Ja. Wenn der Model nicht so leibend war und wenn das nicht so gut fahren wird, trotz allem, nicht, auf Ja. Touren und so. Nicht. Natürlich, das hat mir einmal auch nicht umgestessen, da waren gleich 3.000 der Schaden, obwohl da habe ich müssen aufpassen, dass die Versicherung das überhaupt noch zahlt. Ja. Das ist ja total schadlos, ne? Ja, Ja. und da war gleich weiß ich was hin. Und da habe ich mir schon gedacht, weil die 750 haben sie mir einmal umgestessen, die hat sich aber dann bei so einem Bügel da gefangen und da ist gerade der Blinker abgebrochen gewesen, der vom Neues um 9 Euro oder was, nicht? Und war nichts hin. Und bei der VfR, und das ist ja, ich meine, das ist ja schon 18 Jahre, aber mit der Verkleidung, mit dem schönen Plastik, ja, da ist gleich ordentlich was hin. Nicht? Hast schon recht, ja. Also das ist wahrscheinlich der aktive Personenschutz. Nicht? Also das ist bei den Autos, du musst auch alles erst zusammenbrechen. Ja. Ich weiß es nicht, ja. Wahrscheinlich. Ich meine, ich hab ja KTM Duke 690er, Ja. die haben wir letztes Jahr neu gekauft. Mhm. Und dann habe ich gesagt, erst das war da nicht schlecht, weil ich bin ja doch viel in Wien unterwegs, es steht irgendwo, abgesehen davon ist, glaube ich, grundsätzlich nicht schlecht, so einen Motorschutzbügel machen, nicht? Also aufmachen lassen und den Schutz bei den Lenker fahren, nicht? Für die Hebeln und das alles. Ja, das habe ich mir machen lassen.
Bin von der Werkstatt raus, hab gleich eine Runde Draht, und mir taugt, nicht? Dann ist halt ein bisschen frisch geworden, nicht? Ich bleib wo stehe auf der Seite, steig an, zieh mir die Regenjacken drüber, dass es ein bisschen winddichter ist, ein bisschen wärmer wird. Weißt du, über die Sommerjacken, nicht? Im Hochsommer. Und ne, steig auf, dann kippt mir der seitenstehende Wecker, wie gesagt, im Stehen, ja? Wir reden jetzt von der Aktion im Stehen. Ja, das kippt mir Wecker, die ruht vier, ich da heute nicht mehr und fliege mit dem Ganzen um im Stehen. Ja. Das war der erste Kratzer, wie bei dir, das linke Blinkerglasl hinten war hin. Ja. Und der erste Kratzer war drin im Motorschutz. 2 Stunden war er alt. Und ich mir dachte, das ist echt jetzt ist wurscht. Ja. Im Stehen. Ja. Furchtbar. Da merkst du, was manche Dinge da für einen Sinn haben. Nicht? Also ich hab so auf der 750 habe ich auch so einen Vollschutz gehabt. Ja. Ja. Wurscht, was da sagt, wer jetzt die Zeit kiezen, also das interessiert mich nicht. Ja. Ja. Bei der muss man auch meinen Tank nicht zahlen, wenn er Böllen hat. Ne? Richtig, ja. Richtig. Aber ich habe schon, also in meinem Umfeld, muss ich jetzt sagen, von dem Motorrad-spezifischen Leid, da habe ich ehrlich gesagt wirklich erstaunlich viel, ich nenne es jetzt mal vernünftige Leute, kennengelernt. Mhm. Das hat angefangen mit der Brennraumgemeinde auf Facebook. Also jeder Motorradler, der nicht dabei ist, dem sei das empfohlen. Das ist wirklich eine leibende Gruppe, wo es eben vor allem um Spaß und Freude geht und eigentlich fast schon Gemeinschaft, schon mehr fast als ums Motorradl. Aber es ist ja so, ich habe dort, bin irgendwo über 1000 PS und über einen Zonko bin ich dort hingekommen und wie ich gesagt habe, ich möchte mir ein Motorradl kaufen. Und da habe ich dann schon ein paar in der Auswahl gehabt und da habe ich halt eine geschrieben, ich habe mir gedacht, das ist jetzt eher eine Kamikaze-Aktion, weil jetzt schreibe ich eine, was hält sie davon? Nicht? Und ich habe erwartet, dass da zurückkommt, als einer gescheiter wie der andere und das ist ein Scheiß und die kannst du gar nicht fahren und das ist überhaupt das Heiligtum und so weiter. Aber nein, da sind echt gute, unter anderem auch von dir, du wirst dich nicht mehr erinnern können, weil da war ich ja noch ein Junghupfer in der Motorradszene. Ich meine, das Ei hast du nicht sehen dürfen. Ne? Ja. Nein, aber das war wirklich, da sind super Meldungen zurückgekommen. Und es haben sich alle in gewissen Dingen wirklich geglichen, weil das war das eine war, dass sie gesagt haben, nimm dir die Stärkere, du bist mehr Freiheit mit der Stärkeren als mit der Schwächeren. Und ansonsten hat jeder geschrieben, aufsetzen, fahren und die, was er taugt, die nimmst. Ja. Weil die Motorradl alle heute schlecht kann keine. Eben, ja, da ist nichts. Aber das hat mir so beeindruckt, weil ich mir echt dachte, na, da kommen jetzt die gescheiten Meldungen. Mhm. Und darum, ich habe dann wirklich so einen Motorradler entdeckt oder kennengelernt, die eigentlich da wirklich entspannt sind. Und eben nicht so diese die wüden Hund, die ja, weiß nicht, sie es beweisen müssen. Oder Klischee. Das ist das volle Klischee, oder? Da schon. Oder glaubst du, gibt es noch diese Typen? Viel, meine ich. Oh. Die gibt es, aber die waren ohne Motorrad auch wild. Ja. Ja. Die sind von mir aus authentisch wild. Die anderen folgen ein Klischee. Und das, wo kannst du noch als Mann halt noch ein bisschen in Berggorilla rauslassen? Mhm. Ja. In einem übermotorisierten Auto bist du eh schon eingekastelt oder auf einer Maschine. So ist es halt. Mhm. Ja. Und ich meine, wir werden zu Tode gegendert und ich finde es eh für eine gute Sache, aber nur, es ist ja alles eine Frage des Mittelwegs, ja, dass man mir so an was gewinnen kann. Ja. Aber da darfst du ja nichts mehr. Überall, jeder verklagt dich, wenn du irgendwas tust, was non-konform ist und so. Ja. Jetzt, wo kannst du noch den Berggorilla rauslassen? Dann huckst du dir auf ein 150 PS Eisen und machst ein bisschen Radar. Ja. Das ist ja nur für deine Seele im Prinzip. Ja. Das, bitte übersetzt mich nicht. Ja. Ich meine, das muss man halt einfach so sehen und mir geht es ja oft nicht anders, wenn ich mein V4 anstehe und dann mache ich einmal brrr und dann ja, ist das leibend, nicht? Ja. Aber trotzdem, ich weiß, oder ich bin mir der Mechanismen bewusst. Mhm. Ja. Mhm. Und ich bin mir auch diesen Vorbildwirkung bin ich mir schon auch bewusst, die ja jeder einzelne Mensch hat für einen anderen. Ja? Weil so funktioniert halt Gesellschaft, die irgendwie auf einen anderen Rücksicht nimmt. Ja. Ja? Und das darf man halt nie aus den Augen lassen. Und du weißt, es gibt halt Leute, die wissen das halt nicht, weil die Leute, die sagen, wir sind alle Biker, da habe ich eh schon, weißt du, was ich meine? Mhm. Da fange ich eh schon immer an, Hilfe, nicht?
Wir sind erstens einmal Menschen und der eine, es ist ja nicht so, dass ich mit alle Bäcker solidarisch bin. Das bin ich auch nicht. Weil ich kann an jeden Menschen leiden. Diese Gruppenverhaftung, das bocke ich auch überhaupt nicht. Ja. Und darum im Brenner, wenn es leibend, weil da sind halt viele Menschen mittleren Alters, aber auch junge, die aber irgendwie ein bisschen tiefenentspannt sind. Ja. Es gibt Foren, da sind die Rennfahrer daheim. Da habe ich nichts verloren, weil dort verstehe ich nichts. Ja. Und Klar. wenn einer besser drauf ist und schneller fährt und dabei Spaß hat, das ist mir eh, ich finde, kann ich nachvollziehen. Ja. Ich kann auch das nachvollziehen, dass einer besser werden will. Ja, ich nicht. Ja. Ja. Gut. Weil jetzt fahre ich so. Und ich merke es immer, wenn ich dann anfange mit Blickführung und so. Das habe ich nie gelernt in der Beruf, also in der Vorschule. Das habe ich nicht gelernt. Und wenn ich jetzt anfange, achten, boah, ja, du fährst hunderttausende Kilometer, du gewinnst das nicht mehr so leicht da. Ja, fahr ich Kopf dran und so. Das ist sicher super, wenn du neu anfängst damit, weil ich fahre jetzt hunderttausende Kilometer schon und nichts passiert noch. Ja. Also so ganz falsch kann es auch nicht sein. Na klar. Ne, das stimmt. Aber jetzt zu dieser Biker-Gruppe, ja, gebe ich dir natürlich recht, weil nur bei einer Biker ist das kein, Ja. also ist keine Garantie, dass es ein lebender Typ ist. Aber was ich schon so mitgekriegt habe, ist so grundsätzlich eben auf die Gruppe der Menschen bezogen, also eben nicht auf die Einzelnen, sondern auf die Gruppe, kannst du schon sagen, ja, das ist eine andere Geschichte. Und mir ist es aufgefallen in dem Punkt, ganz besonders, weil ich habe ja Volkskunde studiert, das war ja dann so in der, also später dann, als ich schon längst Berufsmusiker war, weil ich mir gedacht habe, da habe ich ein bisschen mehr Zeit, da kann ich das machen. Und das hat mich interessiert. Und das ist auch ein bisschen sehr soziologisch angelegt und mit was dem mit so Feldforschungen und so Sachen. Ne? Und da habe ich das festgestellt, wie interessant es ist, dass du gar nicht so viel, nennen wir es einmal, Betätigungen, Hobbys oder ähnliches hast, wo die Leute, deren Herkunft, deren Schubladen, in denen sie stecken, nicht so eine große Rolle spielen, als wie, also halt, wenn du Motorrad fährst. Weil das, da weiß ich nicht, das, die steigen auf vom Motorrad, schauen alle gleich aus und dann hast du halt vom Primar über den Rechtsanwalt, über den Mieskibler bis zum Tischler, zum Facharbeiter, zum Hilfshackler, alles dabei und es gibt ihm keine Ressentiments. Zumindest nicht in dem Umfeld. Ja, Ist das schon auch so? Oder ja, würdest du das ja. schon so bestätigen auch? Ja, das ist durchaus richtig. Aber da kommt es halt immer darauf an, warum fährt jemand Motorrad? Ja. Auf das kommt schon an. Weil, wenn ich jetzt dann, weil jetzt dann halt die Midlife-Crisis habe und ich muss jetzt irgendwas tun, ja, es gibt ja viel. Schau, wie fange ich an? Das Problem mit diesem Klischee, das haben wir uns ja selber aufgebaut. Ja? Über Jahrzehnte. Das, was uns jetzt zum Beispiel zum Verhängnis wird. Ja? Oh, das Müde, das Laute, das Leibende, ja, das haben wir uns aufgebaut. Und all jene, die mit Motorrad nichts anfangen können, die klammern sich an Klischees. Ja? Jetzt bei dieser Corona-Krise, bei dieser Debatten, ja, jetzt kommt genau das raus, ne? Die Wüden, die scheißen sich nichts, die dann sind alle wurscht, Hauptsache sie können fahren. Was eigentlich gar nicht wahr ist, ja. Weil ich Stimmt. sage einmal, der Großteil ist eh, sagt, ja, bitte sind wir solidarisch machen, muss ja nicht fahren. Ich meine, wir sind ja keine kleinen Kinder. Es ist ja, ich muss mich ja nicht am Boden hauen, wie ein Fünfjähriger, weil er sein Eislutschka nicht gekriegt hat. Ich kann ja existieren, auch ohne jetzt einmal 5 Wochen nicht fahren, ja. Das ist ja, und das ist fast ein bisschen eine Zwangsvorstellung. Ja? Es kommt immer darauf an, aus welchem Grund macht wer was. Ja? Und wenn einer gern Motorrad fährt, dann erfüllt er diese Kriterien. Wenn sie eine Harley Davidson kauft, weil der Nachbarzahnarzt hat sie auch nicht gekauft, ja? Und das geht er überhaupt nicht. Ja? Dann wird er kein richtiger Motorrad. Dann ist er schon, er fährt schon Motorrad, aber er fährt nicht, weil er gern fährt, sondern weil das jetzt dann der soziale Druck oder was auch immer schon zu groß geworden ist. Nicht? Nicht? Es ist ja genauso, es kann ja einer, ich weiß nicht, also Beispiel, es kann einer Segelboot fahren am Neusiedler See, nicht? Weil er nicht weiß, was er mit seinem Geld machen Ja, soll. Nicht? ja. Aber das ist übrigens, weil du das Beispiel sagst, weil mein Bruder ja auch Motorradfahrer ist und im Segler.
Und der hat zu mir auch gesagt, du, es gibt vielleicht noch weil ich ihm das Gleiche gesagt habe, im Motorradl, dass das einfach ein verbindetes Hobby ist, wo sich ja jeder nicht wirklich drum schert, was der andere ist, in der Regel. Aber das, was du sagst, hat natürlich schon Hand und Fuß auch, muss ich sagen, dass eben eher das, warum einer Motorradl fährt, das Verbindendere ist. Ja, das stimmt. Aber mein Bruder hat dann gemeint, beim Segeln ist es auch noch so, ein bisschen. Nicht ganz so, weil damit geht es dann schon in eine andere Preisklasse rauf. Nicht, beim Motorrad fahren kannst du ja mit einer 2000-Euro-Maschine, bist du eigentlich schon dabei. Nicht? Also das geht. Nach oben hin, klar, keine Grenzen. Aber ich gesagt, beim Segeln ist es zum Teil auch noch so. Da hast du es dann auch, diese unterschiedlichen Typen. Aber als Segler bist du halt ein Segler. Nicht? Und ja, aber das ist interessant, was du sagst mit dem... mit dem Motiv fürs Motorradfahren. Und bei mir zum Beispiel war es ja so, dass das gar nicht mein Motiv war. Ich habe eigentlich, mir ist nur mein Vespa am Zager gegangen, weil es nicht mehr zuverlässig war einfach. Und ich bin kein Bastler und ich habe auch keinen Platz gehabt und alles hin und her. Und wir haben dann da das Haus umgebaut, nicht, von meiner Freundin in Wien. Und ich habe das im Baumeister, habe ich die Vespa gegeben, habe den Schlüssel gegeben und gesagt, du, stell mir einfach eine Baumulden her, nicht? Wir brauchen eh eine und nimm das Ding und ja, nicht? Der hat eine Freude damit gehabt und passt. Und immer ein Motorrad, gell? Ich sage, ich kaufe mir jetzt ein Motorrad und keinen Roller mehr, und aber eigentlich nur für die Stadt und dass ich halt am Land ein bisschen halt fahren kann, hin und wieder. Ja. Bist du gescheit. Kaum bin ich in meine ersten Runden gefahren, habe ich gewusst, warum die Leute so deppert aufs Motorrad fahren sind. Ja. Also weil ich habe diese Moped-Phase nicht gehabt, ne, als Jugendlicher. Ja. Die habe ich nicht gehabt. Ich bin bei einem Freund ein paar Mal mitfahren dürfen, da bin ich mir ganz fest angehalten als Kind. Das ist jetzt einmal Steuerberater übrigens. Ja. Aber das war aber Angst mehr da nicht, da spürst du halt die Angst mehr dann. Ja, aber das... Traut mich nicht mehr. Ja. Mitfahren, oder was? Ja. Na gut, ja, gut, da war ja ein Kind, da war es wurscht. Da habe ich nur mitfahren können. Ja, genau. Aber ja, mitfahren. Aber deine Lebensgefährtin fährt bei dir mit. Aber sie selber fährt es auch oder gar nicht? Nein, sie fährt nicht. Sie hat zwar einen A-Schein gemacht damals, aber das Problem ist, sie ist nicht besonders groß. Und jetzt kommt es bei viel nicht alle mit den Füßen, weil wir haben kurz einmal jemanden gelegt wegen einem Roller, aber sie kommt nicht, sie hat keinen sicheren Stand nicht. Und ja, und sie ist eigentlich da sehr entspannt, sie fährt gern mit, wirklich sehr gern. Ja, und was kann man sich mehr wünschen? Nicht? Also, ja, und dann versuche ich auch immer ein Motorrad zu finden, das auch bequem ist für sie. Ja. Weil wenn sie mir schon mehr oder weniger die Freude macht, das nicht sagt, um Gottes Willen, das ist so gefährlich, ich bin da gar nicht drauf. Gut, sie hat vorher gehabt einen Freund, der ist super Moto gefahren, okay. Ja, glaube ich, wettbewerbsmäßig. Ja. Ich glaube, nachdem, wenn du mit dem mitfährst, dann fliegst du eh von nichts mehr. Ne? Also, da musst du eh schmerzbefreit sein. Da habe ich dann eigentlich eh gute Karten gehabt. Ja. Und darum ist mir das auch immer wichtig. Ne? Darum segiere ich auch immer bei dem Motorrad. Wie sitzt man hinten drauf? Ne? Und so, ne? Ja, das ist nicht bei jedem Motorrad so einfach. Ja. Und das ist auch überhaupt nicht einfach, was zu finden, was wirklich viele Bereiche abdeckt. Ja, gefallen hat uns viel. Andere Sachen, aber ja, es ist halt, du spürst die, als Resümee würde ich sagen, du spürst die beim Motorradfahren viel besser selber auch. Ja. Und das ist der Unterschied, finde ich. Du spürst die selber auch. Du musst Balance halten. Ja? Du musst beim Fahren Balance, im Auto sitze ich mir rein und dann sitze ich drin und das Auto hat die Balance. Und ich muss aber da selber die Balance. Und im Leben immer Balance finden, das ist gar nicht so einfach. Ja. Ja? Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die ist eine Schiene beim Motorradfahren. Ja, auch ein Aspekt, ja. Es ist ja interessant, wie viele Aspekte rauskommen bei so Gesprächen, aber was man selber oft gar nicht denkt. Ne? Weil das, so wie du sagst, mit der Balance, es ist ja eigentlich ein sehr symbolträchtiges Bild. Ne? Das Meistern dieses. Und eben nicht nur von A nach B fahren, aber auch von A nach B fahren. Ne? Ich meine, das ist einfach eine praktische Geschichte. Aber es ist halt, und da bin ich drauf gekommen, seit ich das Motorrad habe, der buckligen Welt, das ist eine saugeile Geschichte. Jede Gegend da. Ja, klar, und ich bin dort aus der, wirklich von meinem Haus raus und ich bin im Bikerparadies. Ne? Sowohl als auch, weil ich einen Nachbarn, also in meinem Grätzl dort, in dieser Rotte, wo ich daheim bin, und der ist Trailfahrer. Und der hat dort 8 oder 10 Trailmaschinen stehen. Ne?
Und da darf ich hin und wieder mitfahren. Das ist ja Wahnsinn. Das ist arbeiten. Ja, das ist geil. Aber ich muss immer so sagen, er darf nicht davon fahren, weil ich finde dort nie wieder heim aus dem Wald. Das ist ein Wahnsinn. Weil man kann von mir, du, man kann bis nach Ungarn fahren, nur durch den Wald, ohne dass in einer Vorstraße bist, also illegal unterwegs bist, oder eine Straße fahren musst, eine normale. Außer überqueren, drei, vier Mal. Aber sonst kannst du bis nach Ungarn fahren. Na, habe ich gesagt, hoffentlich nicht. Ich komme da nie mehr heim. Nicht? Auf für oben, um und links. Und ich bin immer auf die Wege gefahren, nicht? Und der ist immer aufgeschossen mit den Büschen und irgendwo herumgekupft. Ich habe mir nur Schäfer gehört. Irgendwo. Und das ist total lustig. Aber das ist auch zum Beispiel auch eine irrsinnige Faszination. Die hat mich vorher gar nicht einmal so angesprochen. Aber Ja. einfach das auch im Gelände fahren, das ist wieder was Ja. ganz was anderes. Und da ist natürlich die Balance nochmal um ein Eck weit stärker. Nicht? Ja, Das ja. allein, wenn ein Achter fahren einfach wirklich eine Herausforderung ist. Was da körperlich, geistig. Bestimmt. Bist du mal drei gefahren? Na, Trail bin ich nicht gefahren, aber also ich habe eigentlich angefangen mit einer 500er KTM. Die hat, also war eigentlich ja, einer von den ersten bösen Viertakter KTMs. Ja. Und da bin ich immer so Enduro wandern gegangen, also so Leitergebirge, Querfeldein und so. Und das hat mir irre viel Spaß gemacht, ja. Also das war sehr leibend, nämlich auch, also nicht durchwetzen, wie da gehängt ist, sondern richtig wandern gehen mit dem Ding. Und das hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Vor allem, man glaubt ja gar nicht, was mit so einem Motorrad, was dieser Federweg eigentlich wirklich ausmacht, wenn man mal durchs Gelände fährt und wie entkoppelt man da eigentlich ist. Von Schlaglöchern und sämtlichen unwegsamen Hindernissen auf dem Weg. Ne? Das Ja. ist schon faszinierend. Absolut. Absolut. Ich glaube, das ist ja sogar eine eigene Szene, nicht? Kann man sagen, die Ja, so ja. diese Touren machen, quer Das durch Problem mehrere in Länder. Österreich ist halt, dass halt schon wirklich viel private Forstwege sind und du, wenn du jetzt sagst, die vorher, es gibt, glaube ich, es gibt eh so irgend so Kartenmaterial, wo du noch fahren kannst, ja. Aber das ist nicht mehr so einfach, das ändert sich ja relativ schnell. Nicht? Also, ja, Das glaube ich auch. da ist man sehr abhängig von Gutwill der Grundbesitzer. Ja. Wir haben das eben der Nachbar gesagt, das ist der Vorteil mit der Trailmaschine, dass sie eben viel leiser ist als jetzt ein Motocross. Und natürlich mit den elektrischen dann, ich habe gesagt, ist das dann überhaupt? Weil ich habe gesagt, die einzigen, die sich normalerweise aufregen, sind die Jager. Und wenn du mit einer elektrischen bist oder eben mit der Trailmaschine, das reicht schon, dann bist du einfach nicht mehr der Böse. Ne? Das ist, Ja, aber es stimmt, es ist ein Thema, ja, es ist ist ein wie wichtiges. überall, wenn du wüsstest, dass man sich nicht so kümmert um die, also im negativen Sinn, dann musst du halt auch schauen, was mache ich. Ja. Wenn ich dort dann Flurschaden verursache wie der Wahnsinnige, ja, dann wäre wahrscheinlich der Bevölkerung ein müdes Lächeln entringen. Das Das ist stimmt. Ja. Das stimmt. halt Du. bald reinfahren, nicht? Ja, genau. Was Na, wie gesagt, bei mir ist nur darum gegangen, dass er mich nicht allein lässt. Weil ich war. Ich bin, das ist jetzt so unter uns gesagt, also hören eh alle mit, aber trotzdem, ich bin bei mir, das ist ein Häuserl auf 700 Meter. Irgendwo fünf Bauern und ich. Ja? Und dann in der Gemeinde Bad Schönau. Und dann kann ich. Dort, also eigentlich runter gehen nach Bad Schönau, es dauert ungefähr eine Stunde, nicht? Und dann kann man irgendwo auf. Und dann habe ich gesagt, das mache ich jetzt einmal. Und bin losmarschiert, wirklich wie ein Weltenbummler. Ja? Bin losmarschiert, runter, 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 dann irgendwo keuchend endlich gesehen, dass da wieder Häuser sind. Das heißt, dann habe ich überlegt, was könnten das für Häuser sein, was ist das für ein Ortschaftl, bin ich schon bald in Bad Schönau oder nicht? Da bin ich Trottel original bei mir wieder rausgekommen. Aber original. Ich bin der gleichen Wirtschaft. Ich bin wieder raus, bin verschwitzt und vollkommen keuchend bei den armen Bauern rein und habe gesagt: Bitte gib mir einen Most und frag mich nichts. Ich war aber eh eine Stunde unterwegs. Also, ich war locker in Bad Schönau gewesen, aber ich bin dort im Wald. Also, Orientierung, Pfadfinder war ich keiner. Nein. Klaus, kann das sein, dass du vielleicht einen Haxen kürzer hast, weil das würde dann erklären, dass du den Gras rennst auf Ich größeren Pferden. weiß nicht, ob es der Haxen war. Das war auf jeden Fall. Aber ich bin auch herum. Ich habe aber noch gedacht, irgendwie. Das ist rein von den Höhenmetern, die ich da gemacht habe. Ich Ja. weiß nicht. Da bin ich nie runtergekommen, aber ist ja Übrigens, wurscht. was wieder heimgefunden, ne? Ob es wohl was oder nicht, ne? Ich habe heimgefunden, aber nicht hingefunden, wo ich hin wollte. Nein, das war. Aber nur so viel zu machen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, neben dem Motorrad dort im Wald. Ja, Ja. Wahnsinn, ne?
Ich habe gesagt, bitte lass mich nicht allein. Nein, das verstehe war... ich, dann spielt es Klaus allein im Wald, nicht? Ja, du, da haben sie halt gefunden, also da haben sie ein Bauer von uns, die haben halt ein Gast gehabt und der eine daher, der ist Schwammerl suchen gegangen. Ne? Und der ist halt heimgekommen und dann sind sie draufgekommen, fix jetzt, und der hat sein Handy auch daheim vergessen. Mhm. Und na, hin und her, dann ist wirklich ein Anruf gekommen von der ungarischen Grenz, also nicht von der Grenz, aber halt irgendein Haus, was halt dort bei der Grenz war. Ja, wir haben da einen, der glaubt, dass er bei ihnen wohnt, weil der hat das ja nicht gewusst, gescheit. Die Nummer, ja, was wie heißen denn? Das ist der Franz. Ja, da oben, warte mal, die haben wir alle nicht gewusst, wohin. Und der hat sich auch noch nicht richtig, der hat gewusst, wie man hinfährt mit dem Auto, nicht? Hat alle beim Vornamen kennt, aber weder Telefonnummer noch sonst was, und das Handy war daheim. Und der hat auch, und der war fast schon in Ungarn drüben, mit Schwammerl suchen. Der hat nicht mehr heimgefunden, nicht? Der hat nicht mehr heimgefunden, war chancenlos. Also, nur so, also ich bin nicht der einzige Depp dort in der Gegend, aber das war ein Wahnsinn. Und da bewundere ich ja stark diese Fahrer, bei diesen wirklichen Rallyes, ne? die ja da dem Kartenmaterial nachfahren müssen, in einer irre Geschwindigkeit, wo die gar nicht, wo die logischerweise das Gelände gar nicht kennen. Ja. Das verstehe ich ja sowieso nicht. Wenn ich da dieses Bandel durchrede, sehe ich immer wieder, wie kann man sowas lesen, nicht während man 150, so bei der Dakar, da wo es 150 unwegs aufs Gelände fährt und dann noch mitlesen. Ja. Das ist zum Beispiel was, das hätte mich so stressen, dass ich nach 100 Metern nicht drauf scheißen. Also, wie ist das wurscht, was ich da mache? Scheiß auf die Sponsoren, muss ich das Geld zurückziehen. Jetzt habe ich alles zurück. Aber faszinierend, also bist du auch ein Beobachter dieser Dinge, oder was heißt die MotoGP oder sowas? Ja. Also MotoGP, da hat mich der Zonka wieder dazu gebracht, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich nie geschaut. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt schaue ich mir das einmal an, weil da hat er diese Rezension gemacht, dann schaue ich mir das einmal an. Denke mir, jetzt, weil ich habe ganz früher wie vor mir eins geschaut, mein Vater immer, weil der hat immer am Sonntag was die Rosenbahn und dann vor mir eins geschaut. Das war bei uns auch. Du hast eben immer einen Brüller gehört und dann hast du nach einer Viertelstunde ist der eh schon leicht, der hat seine einschläfernde Stimme gehabt. Und dann schaue ich mir das an und denke mir, ja, das ist Rennfahren irgendwie. Ja. Ich schaue mir zum Beispiel, da gibt es einen Kanal, das ist Goodwood Racing, glaube ich, heißt das. Ja. Da ist in dieser englischen Grafschaft, da ist eine große Szene, da ist ein Graf an einem eigenen Ring, ja, Rennstrecken. Da fahren diese ganzen Oldtimer-Rennen. Okay. Die fahren dann mit den 60er-Jahr-Kisten und so. Nicht? Also das ist leider, wenn du schaust, wie die mit ihren Schmuckstickeln sind Zuchebremsen, dass du richtig siehst, die blaue vorne hinter rausfährt. Das ist auch noch Rennfahren, das ist voll spannend. Ja. Da fahren sie zum Teil auch mit alten Motorrad um. Ja. Da fährt einer mit einer. Der Troy Corser ist das, der fährt mit einer BMW aus den 30er Jahren oder 20er Jahren, der fährt dort, also das ist unglaublich, ja, da denkst du, das gibt's ja nicht, ja, der fährt dort allen davon, das hat dann einmal, glaube ich, Bremsen oder was das Ding. Und das hat man schon getaugt und da muss ich sagen, das ist super, weil das spielt sich auf der Rennstrecke an, ja. Ich habe ja dann irgendwann mal gelesen, dass einige von den Motorradrennfahrern ja nicht einmal einen Schein haben für die Straßen. Ne? Also. Die fahren nur, wahrscheinlich sagt sie dir noch so wie ich fahre, da bin ich auf der Straße eh nach drei Tagen da. Da ist gescheiter, ich lebe das aus auf einer Rennstrecke. Ja, ne? Ja. Möglicherweise. Weil ich habe gar nicht geglaubt, da habe ich ein paar Namen gelesen, denke ich mir, der hat überhaupt keinen Schein oder was. Ne? Da haben manche gar keinen Straßenschein. Ne? Die fahren seit einem vierten Lebensjahr mit Motorrad und haben einen Führerschein nicht gemacht. Ne? Das habe ich auch nicht gewusst. Ja, das ist, ja, ist unglaublich. Ist, ja. Ja. Ist also, so. Aber so, also MotoGP und sowas, das wieder, aber auch jetzt eben zum Beispiel, was hier, wie heißt das, Paris-Dakar, so diese Dinge oder Motocross. Aber Paris-Dakar, da lese ich dann zwar immer mit, nicht von denen, aber ich weiß nicht, da habe ich, weißt du, mein Problem, weißt du, was mein Problem ist, ich interessiere mich schon für zu viele Sachen, was da so im Netz drinnen ist. Und dann komme ich eigentlich schon irgendwo in einen Bereich, wo du sagen musst, es ist jetzt schon fast Internetsucht. Wenn ich mir das jetzt auch noch anschaue und sage, ist das ein Leiband. Ne? Ja, weil ich glaube, dann kann ich mir gleich, was du diesen so einen Overall anziehen, wo du gleich das Schallerl hast fürs Papperl und
mit dem Camelback, ja, und dann sitze ich den ganzen Tag vor dem Schirm und habe irgendwo weg. Ich muss jetzt schon langsam aufpassen. Es wird mir jetzt mit diesen ganzen Live-Kanälen, da wird es mir zeitmäßig wird's mir schon problematisch. Ja, ja. Weil da habt ihr euch ein Live, was ich super finde. Ja. Ich hätte mir gerne jetzt anschauen, aber das geht gar nicht anders. Ja. Ja. Ja, der Zonka oder Bernard und dann draußen BS Live und. Ich hätte mir alles gerne reinzahlen, aber das kann ich, dann habe ich kein Leben mehr. Ja. Ich habe jetzt eh schon wenig mehr. Also das spielt sich schon sehr virtuell ab. Und ich bin froh, dass meine mir noch nicht einer ins Knack hat und gesagt, was ist mit dir? Ja. Nein, das verstehe ich. Ja. Das ist wirklich, also das ist auch mein Problem, weil ich habe auch wahnsinnig viel Interessen, aber eben, ja, irgendwo die Zeit, das wird dann ein Problem, ja. Aber vor allem, man muss ja irgendwann, anhören von den Kasseln, muss man ein bisschen rausgehen, auch wieder, ne? Ja. Ja. Ja, das mache ich eh, deswegen habe ich immer das Hauberlauf, weil ich immer aufbrennte Bieren, weil die Tage, also ich bin immer draußen und ja. Der komplett rote Schädel, das ist mit dem Licht, das, und alle fragen sich immer, ob ich krank bin. Nicht? Ja, aber das Problem, ja, haben alle mit schütterem Haupthaar. Ja, naja, ja. Schütteres Haupthaar, ich habe gar kein Haupthaar. Ja, ja, sehr extensiv wachsen. Ja, naja, das ist halt da. Ja, aber, nein, einen schönen Menschen. Kann nicht nur wohnen. Alle Facetten. Da steht ein Bruce Willis vor, ohne Glotzen. Richtig. Er hat ausgeschaut wie ein Depp, wenn du das genau nimmst. Der hat ja damals hat er schon relativ hohe Stirn gehabt. Ne? Das Model und der Schnüffler. Nichts, oder? Ja, das stimmt. Ja. Nein, das ist das. Aber ich bin Haberl und das Künstler, also, kann man immer sagen, ja, das ist was der. Das ist so das Künstler-Haberl halt. Ne? Ja, vom vielen Denken, das köchelt so. Ne? Da bringt er die ganzen Spitzen an. Ja, das ist auch Klischee, das Künstlerdenken. Das ist, ja, nein, das weiß ich auch. Ein guter Künstler hat einfach nur viel Glück. Das ist sonst nichts. Ja. Aber das mit dem Künstler ist auch immer so. Der Künstlerbegriff, jeder ist ein Künstler. Ich weiß nicht, das hätte ich mir nie sagen können. Ich meine, über eine Zeit lang habe ich halt gezeichnet und gemalt. Aber wenn ich dann oft schaue, ja, ich war dann oft so auf Hobbyausstellungen. Im Land gibt es ja dann immer diese Hobbyausstellungen, wo die Hobbykünstler dann ausmühen. Ja. Die stellen sich dort hin und die reden und denkst, Alter, der hat schon eine Ausstellung in New York gemacht. Ja. Ja. Der macht drei, ist sehr gegönnt, das ist super, jeder soll das machen, was ihm Spaß macht. Aber die stehen dann dort und sagen, naja, der Künstler und ich, nicht ich, der Künstler. Und ich denke mir, Alter, na, was, ich meine, dann rühre ich in den Teig an, bin auch Künstler. Das traut ich mir nie so. Was ich meine? Ja. Das kann ich echt nachvollziehen, weil ich hab echt lang gebraucht. Also ich bin jetzt seit 25 Jahren bin ich Musiker, seit 15 Jahren hauptberuflich Musiker und im Komponist und so weiter. Ja. Und ich habe das echt lang gebraucht, bis ich auch zugelassen habe, dass jemand zu mir Künstler sagt und nicht Musiker. Ja. Ja. Weil ich habe immer von mir als Musikant geredet, weil ich bin ein Musikant mehr als ein Musiker. Also das ist eine eigene Schiene halt, ne? Der Musikant. Ne? Der Musiker ist einer, der die Musik studiert hat, der die Musik kennt, der über die Musik viel sagen kann und der natürlich auch spielen kann, keine Frage. Der Musikant kann überhaupt nichts darüber erzählen, aber er spielt. Ja? Also der Volksmusikant, der Klassische, ne? Das ist du kannst mal zugespielen. Und das ist schon etwas, aber das war der Musikant. Und eigentlich, wie ich dann schon gehört habe, Musiker, ja, aber das hat man schon. Aber der Künstler war für mich lang schwierig. Jetzt habe ich es akzeptiert, habe ich gesagt, weil es irgendwie. Ja, es ist auch einfacher. Ja, es ist einfacher und es gibt ein bisschen mehr wieder als jetzt nur Musiker. Weißt? Das ist für mich zu einengend. Musiker ist oder Musikant, das ist für mich ein einengender Begriff. Ja. Und, das stimmt. Ja, und daher das mein Künstler. Wie wir jetzt auf Künstler kommen. Ah ja, wegen einem Haberl sind wir auf Künstler gekommen. Gell? Ja. das kommt vor. Ja, naja, es ist ja so, ich sehe bei der Motorradkunst schon einiges, nämlich vor allem in der Ästhetik, wie ich heute schon gesagt habe. Und bevor wir zum Schluss kommen, du hast mir ein Büdel geschickt. Das tue ich jetzt da einer schön. Die Putze, oder was? Jawohl. Jawohl. Du hast irgendwie geschrieben, das ist so für dich ein Traummotorrad. Ja. Was, warum? Also ich kann es verstehen, aber... Das ist genau so geortet, wie wir vorher geredet haben. Man hat so seine Ideale, ja. Ich meine, es gibt andere Motorräder, ich bin ja da wieder weit gestreut, ja. Aber das ist zum Beispiel ein Symbol. Ich bin schon mal drauf gesessen auf dieser Guzzi Grisso.
und bin aber noch nie einen Meter gefahren. Wahrscheinlich kann es sein, dass sie das für mich eh geschissen fährt. Ja? Aber die allein wie das Ding da steht, das ist ein Kunstwerk. Ja? Es gibt Motorradbauer, dann gibt es Motorraderzeuger. Und das hat ein Motorradbauer gemacht. Ja? Also, das ist, für mich schaut das Ding einfach perfekt aus, obwohl es so ungestaltig ist eigentlich. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig, das Ding, ja, was also die Konstruktion mit dem Kardan, mit dem, also schaut, ist schon, aber irgendwie ist das ein gutes Design, das polarisiert halt, ja, das ist halt so, das ist nicht nur Klischee. Und das finde ich, da hat sich einer einen Gedanken gemacht und gesagt, hopp oder drop, ja. Dann gibt es halt, das habe ich gefunden auf so einer Seite, wo es halt dann, das ist eine englische Firma war das, glaube ich, die dann halt, wenn du so eine gute Grisa hast, dann bringst du es hin und die richten das so her. Ne? Das kostet dann, ich weiß nicht, 10.000 Pfund oder was, keine Ahnung. Ja, ich habe sie gleich wieder verdrängt oder sowas. Ja. Aber das ist so ein Ideal, das stößt da hin, genauso wie es der Büdel von einem Künstler aufhängst oder eine Reproduktion des Training leisten kannst. Und die finde ich einfach, die ist einfach schön. Ich kann es aber nicht wirklich begründen, die fährt man jetzt einfach. Ding. Ja, und das ist für mich wirklich ein symbolträchtiges Foto für das, was wir auch über Künstler oder eigentlich, was wir jetzt die ganze Stunde plaudert haben, weil das Schöne an dem Motorradl, und wirklich, das kann ich absolut nachvollziehen, ist genau das, dass eben nicht an jedem gefallen wird. Genau. Ja, ich will gar nicht sagen polarisieren, für das ist es nicht ganz so extrem, aber klar, irgendwo schon, aber dieses, wenn was nicht allen gefällt, sondern einfach. Da ist ein Handwerk dahinter, da hat einer, da war einer, der das gemacht hat, der war einfach geil drauf und hat das gemacht. Und nach dem Motto, wenn es mir gefällt, wird es einem anderen auch gefallen. Und das stimmt. Und das ist für mich wirklich ein traumhaft schönes Motorradl. Leider, dass ich es jetzt gesehen habe, nicht, weil jetzt gefällt es mir auch. Jetzt kann ich. Nicht, aber Jetzt müssen wir okay. streiten, aber ich glaube, das ist eh schon verkauft. Jetzt, wir bauen uns einen selber. Das ist der nächste Ich glaube, Schritt. irgendwas mit, weiß nicht, 15.000 Pfund als ein Fertiger oder was das kostet. Ja, Wahnsinn, ja. Na gut, klar, nach oben hin keine Grenzen, Ja. nach unten hin scheinbar auch nicht oft, Nein, es ist, aber. was ich so arg finde, das mit den Umbauten, das ist ja jetzt auch so inflationär. Jeder muss customizen. Ja. Jeder tut customizen. Ja. Jetzt fangen die Hersteller schon an, denken sie sich, na gut, da geht uns ja viel Geld verloren, jetzt bauen wir ein Eisen, das tun wir halt dann irgendwie, stellen wir hin, das ist zwar vom Grundkonzept leibend, und dann bringen wir tausende von Zubehörteilen, damit wir das alles im Haus haben. Und die eigentlich das Customizen begründet haben, diese Werkstätten, die wirklich alles mit Hand tängelt haben, ja. Ja, ihnen entgeht jetzt das Geld, ja. Finde ich nicht leiwand. Das finde ich absolut nicht leiwand. Ja, Das das ist, stimmt, ja. da wird so viel Kreativität, weil jetzt kaufst du aus dem Katalog, kaufst du das, ja. Und jeder glaubt, der ist jetzt Customizer, weil er fünf verschiedene Teile bestellt hat und der Werkstatt hat oder selber zusammengeschraubt hat. Ja, das ist wie Malen nach Zahlen. Ja. Ja, stimmt. Und es gibt natürlich auch viel Customizing, wo man sagt, puh, das war jetzt ein bisschen zu viel. Das ist, Ja, kommt vor sowas, ja. ja. Aber das ist natürlich liegt im Auge des Betrachters. Ja, aber da können wir nochmal ganz kurz nochmal eine kleine Kurve machen, nämlich zur aktuellen Situation, zu dieser Corona-Krise, respektive zu dem, was dann in weiterer Folge noch passieren wird durch diese wirtschaftlichen Zusammenbrüche. Ich traue mir zu sagen, dass wahrscheinlich jetzt dann eher diese kleinen, also wenn, dann so kleine Firmen, kleine Handwerksbetriebe, jetzt im Customizing-Bereich zum Beispiel, dass die jetzt bessere Karten haben als vor der ganzen Geschichte. Also, die überleben, wohlgemerkt. Aber Ja, wollen Sie überlegen. wie siehst du die Geschichte, quasi ein kurzes Corona-Update deinerseits, wenn wir schon in der Zeit sind? Klausi, das ist schwierig. Ich weiß, da wird es jetzt wieder Diskussionen geben. Bist du in, Ich oder? bin da, ich Ja, bin da. momentan rum. Ah ja, okay, passt. Ja, nein, ich Nur bin gebannt ein bisschen zugehört. mit den Ohren wackeln. Sicher habe ich noch. Folgendes. Ich habe da ganz eine plastische Vorstellung von dem ganzen Prozess. Es ist ja im Prinzip so, ja, jetzt haben wir, was er sieht, 2 Monate Wirtschaftsleistung verloren, weil wir alles eingefroren haben. Ja. Aber im Grunde genommen, was ist denn passiert? Es war ja keine Wirtschaftskrise aufgrund der Wirtschaftslage, sondern es war eine Wirtschafts-,
es wäre eine Wirtschaftskrise aufgrund eines aus einer Ausnahmesituation. Ja? Im Grunde genommen stehen am Schluss die Banken, ja, die sagen, wir kriegen Geld. Die Firmen, ja, die Geld verdienen hätten sollen, aber keins verdient haben, die kriegen halt kein Geld. Ja? Na gut, die müssen halt jetzt verzichten auf die Einnahme. Ja? Die Vermieter, die einer die Werkstatt vermietet haben, die haben jetzt kein Geld. Die müssen jetzt verzichten. Die einzigen, die ja Geld verdient haben, waren halt die Lebensmittelgeschäften und die, die Online-Shops haben. Gut. Aber was ist mit den anderen? Ja, ich meine, um Gottes Willen, das ist ja nicht, weil die Nachfrage von sich aus weg war, sondern weil es halt einfach Elementarerlebnis gibt. Das heißt, na, was kann jetzt passieren? Jetzt haben die Schulden. Ja? Bei wem? Bei den Banken? Die Banken drucken sich das Geld selber, das sind Buchungszahlen. Der Staat Österreich redet von 5,5 oder 55 Milliarden oder was auch immer, das kann man sich eh nicht vorstellen, was das für ein Knäuel ist. Ja? Ja, wo haben denn die das Knäuel her? Die drucken das selber. Also was ist denn los, bitte? Ja. Ja? Da wird doch irgendwer gescheiter dann sagen, na gut, dann stunden wir das. Oder ist das überhaupt notwendig? Ja. Müssen wir das überhaupt stunden? Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ja lächerlich, dieses Konstrukt ist ja schon so also... Ich verstehe es einfach nicht. Wenn das Ganze vorbei ist, dann wird die Nachfrage wieder da sein. Ja, ganz einfach. Ja. Also das ist ja alles nur eingefroren. Das und stimmt, und ja. ich hoffe, dass alle die kleinen Mittelbetriebe, weil die eigentlich das richtige Netz sind, die Wirtschaft halten. Ja. Nicht die Großkonzerne, die ihren Scheißdreck Steuern zahlen bei uns. Die schaffen Arbeitsplätze. Ja. Aber warum schaffen sie Arbeitsplätze? Weil es vorher so viel, was weiß ich, wenn ich Elektronikkonzern bin, habe ich so und so viele kleine Elektro-Geschäfte zusammengehört. Ja, die Arbeitskräfte sind auch weg. Nicht? Die sind halt vielleicht zum, ich sage jetzt keine Namen, ja, Märchenmarkt oder was auch immer hingegangen. Ja. Aber im Grunde genommen, ich verstehe die ganzen Aufschrei mit dieser scheiß Wirtschaft nicht. Wichtig ist, dass die Leute leben. Ja. Ja. Ich bin nicht Sturm, weil ich bin jetzt, ich weiß nicht, beim Wirten so viel Knäuel liegen lassen und ich bin nicht Sturm, weil ich jetzt 5 Wochen nicht aus dem Haus gescheit gegangen bin und das ist ja alles kein Drama, wir leben ja alle und wenn das Leben da ist, dann geht es weiter, in irgendeiner Form und wenn ich jetzt dann, jetzt schau her mal, wenn ich jetzt zum Beispiel als Arbeitnehmer, ich habe es vielleicht sogar gut, ja, ich bin bei der Stadt Wien, ja, kann mich nur bedanken. Dafür verdiene ich einen Scheißdreck, ja, ist ja wurscht. Weißt du, was ich meine? Aber es ist ja so, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Arbeitnehmer bin und ich schicke mich jetzt dann in die Arbeitslose geschickt, ja, und kriege halt jetzt weniger Geld, dann ist das wirklich dramatisch und für manche komplett dramatisch. Das würde ich überhaupt nicht, aber das würde ich überhaupt nicht klarreden, um Gottes Willen, wenn einer überhaupt nicht auskommt, nicht einmal schon mit seinem Knädel. Aber im Grunde genommen, du lebst, ja, dann ändert sich vielleicht die Situation, aber du lebst. Es geht ja trotzdem um Menschenleben. Ich finde es immer total zynisch, wenn es dann heißt, naja, sonst sterben ja 2000 Leute an der Grippe. Ja, und deswegen müssen jetzt dann 2000 auch sterben an diesem Trottel-Arschloch-Virus. Das kann ich gar nicht, das verstehe ich, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja? Ja. Und die Wirtschaft wird weitergehen. Die Wirtschaft steht auf gläsernen Beinen, weil wenn irgend bei Gordon und Sachs und wie sie mal immer heißen und Standard und Poor's und irgendein Analytiker der Schaß zwickt, dann kann es von heute auf morgen ausgehen, weil irgendeiner dann ein Kloster in Wasser reißt. Haben wir eh gesehen 2008. Richtig, ja? Richtig. Ja. Ja? Also wegen Coronavirus brauchen wir uns nicht ausschätzen. Ja. Weil da verkaufen sie wenigstens dann die Masken um eine kleine irgendwie fließt das Geld. Ja. Ja? In Österreich ist es hart, und das muss ich auch dazu sagen, weil in Österreich sind wir mit den Online-Geschäften, das muss man gut hassen oder nicht, die Sicht ist jetzt einmal wertneutral. Mhm. Aber wenn es alle ranzen, ja? Ich kann mich erinnern, vor 5, 6, 7, 8 Jahren habe ich alle meine Sachen, wenn ich was bestellt habe, was ich nicht gekriegt habe, in Deutschland bestellt, weil die waren drauf, die waren auf Zack, die haben viel früher angefangen mit diesen Online-Geschäften. Ja. Ja? Bei uns haben wir das verschlafen. Wenn du auf die Homepages gegangen bist, ja, das ist für manche unnötig, aber ich meine, ich bin jetzt 53, aber ich kann auch nicht aufhören zum Lernen. Ja. Ja? Und ich will auch nicht. Ja? Und du musst sie halt alles, das ist halt einmal so, die Zeit entwickelt sich weiter. Dann kann ich sagen, wenn ich mir es leisten kann, kann ich sagen, nein, das geht mir alles nicht so, das ist auch okay. Und wenn ich mir es nicht leisten kann, dann darf ich mir mal nicht hersetzen und sagen, und das war immer schon mal geredet, nein, jetzt bin ich schon 8 Jahre arbeitslos, aber ich finde keinen Haken mehr als, ich weiß nicht, Glasschleifer. Mhm.
Bei mir ist es auch nicht anders gegangen. Ich war zweimal ein Jahr, war ich arbeitslos, nicht? Weil es dann geheißen halt nicht so alt, ne? Dann musst du halt weiter irgendwie. Und auch so ist es auch mit der Wirtschaft. Ja? Wir werden schon einen Weg finden. Und Gottes Willen, wir leben in einer der reichsten Länder der Welt, Österreich. Jetzt kommt aber wieder Beobachtung. Ja, deswegen schreibe ich. Ja, ich verstehe. Was glaubst du, was da für ein Strudel beieinander Nein, aber das war? ist grandios. Wobei ich das, also da teile ich deine Ansicht, möchte jetzt fast sagen, soweit ich das jetzt noch replizieren kann, also eigentlich komplett. Ist es halt auch so, dass diese Wirtschaft, so wie wir es bis jetzt kennen, wahrscheinlich wirklich einfach, sagen wir jetzt einmal, zusammenbricht. Ob das jetzt wirklich dann ein Crash ist oder sonst, oder ob das dann ein bisschen strukturierter ist, weiß ich nicht. Und ich finde das ganz ehrlich, emotional finde ich das positiv. Ich finde es Ja, gut, dass das nicht mehr so ist, wie es bis jetzt gerannt ist. ihr wart. Ja? Weil man, das kann man ja nicht mehr, das kann man ja nicht ernst nehmen, was da alles. Nicht, es fängt an bei, oder fängt an, weil mir fällt jetzt ein, um 19 Euro mit dem Flieger nach Ägypten fliegen, die Erdäpfel irgendwo von Italien nach Schweden fliegen zum Schön und wieder woanders. Da, wo jeder sagt, dann haben wir lauter Regelungen, wo sich keiner mehr auskennt, keiner weiß mehr Bescheid, nicht einmal mehr Experten. Also ich Richtig. finde es gut, weil das Ganze einfach mal wirklich Ja. einmal crasht. Das Sage ich muss mit auch. Das muss auch. Vorsicht, aber. Es gibt kein unbegrenztes Wachstum auf einem Planeten Richtig. mit Ja. begrenzten Ressourcen. Und das Problem ist, dass die Leute nicht probieren, das einmal zu Ende zu denken. Die sehen, okay, passt gerade für mich, und oh Gott, das will ich noch nicht ändern. Ja, Das das. wird es nicht gefragt werden, wann sie das ändern. Ja. Ja, absolut, absolut. Und so wie du sagst, das jetzige Geldsystem muss alle drucken. Also das ist ja das sogenannte Schuldgeldsystem, in dem wir jetzt drinnen sind, wo ja auch jeder, wie viele Wirtschaftskenner ja sagt, Leil, das müssen wir ändern. Weil 2008, du hast das angesprochen, die Krise. Ja gut, da ist so ein Banken gegangen, das hat man reingeschoben und hat also quasi einen Toten nur am Leben erhalten, eine Zeit Ja, lang. genau. Jetzt mit dem Virus ist vorbei natürlich. Und ich glaube, dass das eher einstürzen wird. Und das, was du sagst, passt eigentlich zu dem Bild, wie es ich habe. Freilich können wir es beide nur vorstellen, wie es sein könnte. Aber ich schaue unterm Strich, obwohl bei mir ja auch alles eingebrochen ist. Nicht? Also ich, und es wird heuer nichts mehr kommen, wo wir spielen können. Das können wir vergessen, vielleicht irgendwann im Herbst dann wieder. Aber es ist alles eingebrochen, aber ganz ehrlich, die Zukunft sehe ich eher positiv. Und ich glaube jetzt du auch, oder? Habe ich das Ja, richtig ausgesehen? na sicher, na, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das Glasl ist trotzdem halbwert voll. Ja. Aber ja, was glaubst du, wie oft zu mir sagen, du alter depperter Grantler, halt die Goschen. Ja. Ich meine, sagen sie nicht, weil sie sich nicht trauen. Nicht? Das hast du die 2 Meter Brillen schon. Aber na, ich habe immer den Titel des Grantler, aber ich sehe es realistisch und wenn ich sage, Leil, die Weltwirtschaft wird irgendwann einmal kollabieren muss, dann bin ich der negative Grantler. Ich denke nur zu Ende. Ja? Ich denke es ja nur zu Ende. Was heißt das, wenn wir das so lang machen? Ja? Und das sollte man halt hin und wieder mal probieren. Nicht? Und ja, das ist halt. Das stimmt. Das kann ein Fluch auch sein, natürlich. Nicht? Ich meine, manchmal blockierst du ja selber einen Schädel, weil dann rennen 100 Sachen. Nicht? Ja. Jetzt habe ich die lang gemacht. Ja, um Gottes Willen. Das kann man nicht. Was hat das für Folgen? Nicht? Ja. Klar, ich meine, irgendwo. Oh, da haben wir ja einen Hausverstand vom Rewe-Konzern, ne? Das ist ja Ja, nicht. nicht mehr beim Billa. Ja. Ja. Aber du, wenn du sagst, wenn ich ganz ehrlich bin und ich schaue jetzt so die Bekanntschaften, die ich so habe und die letzten Jahre, ich glaube, jeder hat irgendwann einmal gesagt, so kann es ja nicht weitergehen. Also ich glaube, gesehen hat das auch jeder, der Ja. halbwegs vernunftbegabt ist, dass Ja. das irgendwann zusammenbricht. Dass es das natürlich über so eine Virusgeschichte kommt, okay, jetzt können wir uns wenigstens vorstellen, wie sowas zusammenbrechen kann. Ja, Aber es ja. war, glaube ich, schon fast an jedem bewusst, dass wir sind am Ende der Fahnenstange angelangt, wie es der Kogler gesagt hat. Ich glaube, der Kogler, oder weiß der, was auf kurz wurscht, weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall, so kann es nicht weitergehen, das haben viele gesehen. Aber Was mich, entschuldige, weil du sagst, was mich jetzt eigentlich eher mehr beunruhigt ist,
warum schon wieder so lange nicht ringt. Ne? Ja. Ich kann mich nicht erinnern, also ich meine, ich bin ja schon ein paar Jahre auf der Welt, das so oft nicht geringt hat. Ja. Ja. Stimmt. Wo ist das Scheiß wieder hingekommen? Jetzt hat der Rudi Carrell damals noch gesungen, nicht? Da ist Ja. man jung geworden, wir sind indoktriniert worden, nicht? Wann wird es mal wieder richtig Sommer? Und jetzt Richtig. denkst du, naja, hat er recht, wann wird es nicht einmal Sommer mit 14 Tagen Regen, ich weiß nicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich merke es bei mir im Land draußen natürlich stark, nicht? Bei den Bauern, nicht? Weil die natürlich sagen, jetzt kein Schnee da, mein Wasser, nicht? Für den Wald, die ganzen Ungeziefer, da ist nichts, der Ja. Frost zum Opfer gefallen, nicht? Borkenkäfer werden wieder kommen und und. Ja, das stimmt, das sind eigentlich die relevanten Probleme und nicht das, ob man Masken Gnade haben oder nicht. Ne? Das kann man so zusammenfassen. Okay, so ist es. Du, Onkel, siehst du, Ja, über deinen Namen haben wir gar nicht geredet, aber das macht nichts, da kann man sich das Video vom Zonka anschauen auf Zonkos Welt TV. Ne? Weil ja. wir wiederholen uns nicht, wir bringen neues, Genau, wir bringen investigatives. neu. Ja, echt. Ne? Du, mir hat das riesen Spaß gemacht. Ich hoffe dir Ja, auch. voll. Sehr leibend. Klasse, aber jetzt müssen wir uns dann irgendwann einmal im richtigen Leben, wenn man das einmal so, wenn es nicht mehr hust, ne, Ja, dann, furchtbar, furchtbar ist es. dann müssen wir uns einmal hinsetzen auf Achtel. Das war es echt nicht. Das Ja. ist Werden wir unbedingt. wahrscheinlich in Herrn Silber auch mitrauen, ne? Natürlich. Also, ich würde jetzt einmal sagen, es steht auf jeden Fall mal eine gemeinsame Runde mit dem Motorradl. No, nein. Das ist Ja, einmal eh klar. natürlich. Und Dann können wir bitte. wenn ich Achtel her, bin ich natürlich selbstverständlich sofort hellhörig. 125 Kubikzentimeter. Ja, genau. Genau. Ja, aber nur als Reihenmotor. Ja. Gell? Na fein. Onkel Ramirez, es war eine große Freude, mit dir zu plaudern. Es hat mir taugt, ich glaube auch den Zuhörern wird es gefallen haben. Und ja, also dir sage ich jetzt einmal danke herzlichst, dass du dich zur Verfügung gestellt hast und ich freue mich aufs nächste Mal. Gell? Hast du noch Super. irgendwelche Schlussworte, die du unbedingt loswerden willst? Nein, nein, seid's gescheit und seid's nicht blöd. Ich Ich weiß nicht. Ja. glaube, schöner kann man es nicht sagen. Gut. Wunderbar, wunderbar. Danke Wie ist herzlichst. es? Und euch Papa. allen, danke schön fürs Zuschauen, fürs Zuhören und wo auch immer ihr das konsumiert. Seid so lieb, sagt es weiter, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt es einfach nichts. Das würde mich freuen. Wenn es uns ein bisschen unterstützt im Gespräch mit den Leuten nach dem guten alten Modell des Einzelhandelskaufmanns, empfehlen Sie uns bitte weiter. Dankeschön, ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Ausgabe sehen von Klaus Lebt, der Podcast über Menschen, Musik, Motorrad und was mich sonst noch so interessiert. In diesem Sinne ein dickes Puzzle von eurem Klausi. Bleibt gesund und brav. Pfiat euch.